Hallo und willkommen zu einem ganz anderen Video. Ich bin Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast, auch wenn es heute ein Video gibt, was du vielleicht so nicht erwartest. Ich werde keine Uhr zeigen, ich werde auch auf eine ganz andere Art über Uhrenthemen sprechen. Es wird ein vergleichsweise ernstes Video, es wird ein besinnliches Video. Wenn du das nicht magst, dann steig am besten jetzt direkt aus. Du brauchst dann auch keine Zeit zu investieren, du brauchst keinen negativen Kommentar zu schreiben. Klick einfach weiter und freu dich auf meine weiteren Videos. Für die, die aber gerne bleiben möchten, möchte ich sagen, dass das ein ganz neues Format ist, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Es wird keine Bilder von Uhren geben. Ich zeige euch eigentlich gar keine Bilder, außer vielleicht die Bilder, die bei euch selber im Kopf entstehen. Uhren sind nicht nur Schmuck, sind nicht nur Technik und sie sind auch nicht nur Wertanlage. Manchmal stehen Uhren im Mittelpunkt von interessanten, außergewöhnlichen oder auch bewegenden Geschichten. In diesem neuen Format möchte ich genau diese Geschichten erzählen. Ich möchte euer Geschichtenerzähler sein. Dieses Format wird es unregelmäßig geben, immer dann, wenn es sich ergibt. Es gibt keinen bestimmten festen Sendeplan und es wird immer um Geschichten gehen, die ich wirklich erzählt bekommen habe, von Zuschauern, von Uhrensammlern, oder es wird um Geschichten gehen, die ich selber erlebt habe. Aber immer mit Bezug zu Uhren oder mit Bezug zur Zeit. Mal besinnlich, gerne auch amüsant oder lustig, aber immer eine Geschichte, die außergewöhnlich ist, die man so vielleicht nicht jeden Tag erlebt und die trotzdem für andere interessant sein kann, weil man drüber lacht, weil es einen bewegt oder weil man vielleicht einen Gedanken aus der Geschichte mitnimmt, den man vorher nicht gehabt hat. Wenn ich hier ab und zu nach unten schaue, das Video ist mir so wichtig und ich muss auch auf ein paar Sachen achten, sodass ich mir das Video tatsächlich ausnahmsweise einmal voll durchgeskriptet habe. Die heutige Geschichte hat sich ganz spontan ergeben. Nach einem Video von mir bekam ich eine sehr lange und sehr persönliche Mail von einem Zuschauer und ich habe das zum Anlass genommen, ein Telefonat anzubieten und wir haben dann auch sehr lange telefoniert. Wir haben fast 2 Stunden lang telefoniert und er hat mir einen großen Teil seiner Lebensgeschichte erzählt, die mich sehr bewegt hat. Ich habe gefragt, ob es okay ist, für ihn okay ist, wenn ich diese Geschichte im Rahmen meines YouTube-Kanals erzähle. Und nach kurzem Überlegen war er einverstanden. Allerdings möchte er anonym bleiben. Deshalb nenne ich ihn in diesem Video Jürgen, auch wenn er anders heißt. Alles, was ich euch erzähle, ist wahr, hat er mir so erzählt, auch wenn ich es an einzelnen Stellen vielleicht etwas rundgeschliffen habe, vielleicht etwas weglasse, ist nichts hinzugedichtet worden und auch nichts verfälscht die Geschichte. Es ist also eine wahre Geschichte, die ich mir genau so habe erzählen lassen, die mir genauso erzählt wurde. Um was geht es? Es geht um Jürgen, das habe ich schon gesagt. Und die Geschichte spielt in Westdeutschland. Zur Zeit der Geschichte lebt Jürgen in Westdeutschland und lebt auch heute noch dort. Jürgens Vater arbeitet im weitesten Sinne im Bereich der Kernenergie, Kernforschung. Und das macht auch einen großen Teil der Geschichte aus. Somit ist Atomkraft in Jürgens Familie keine Zauberei, kein Hexenwerk, sondern es ist Teil des Familienalltags, vielleicht sogar Teil des Familienwissens. Jürgen weiß also um die Risiken und Gefahren der Kernkraft. Im April 86 ereignet sich dann
die bis dahin weltweit größte nukleare Katastrophe im Atomkraftwerk Tschernobyl. Tschernobyl war der erste nukleare Unfall, der auf der Skala mit einem Wert von 7 eingestuft wurde. Und er gilt auch heute noch als der Inbegriff der nuklearen Katastrophe, des nuklearen Unfalls. Daran hat sich nichts geändert. Nach dem Unfall wurden ca. 6400 Quadratkilometer Land unbewohnbar, Wald, Ackerflächen, Dörfer und wurden komplett geräumt. Um das einmal zu verdeutlichen, was das bedeutet, 6400 Quadratkilometer würde bedeuten, wenn Frankfurt im Zentrum liegt, würde es einschließen Teile von Limburg, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Aschaffenburg. Alles das wäre in diesen 6400 Quadratkilometern beinhaltet. Aber nicht nur die unmittelbar um den Reaktor herumliegenden Flächen sind kontaminiert, sondern viel größere Flächen in ganz Europa. Etwa 218.000 Quadratkilometer weisen einen Wert auf von 37.000 Becquerel pro Quadratmeter. Um das einmal zu vergleichen, die Grenzwerte in der EU für Lebensmittel liegen aktuell bei 600 Becquerel pro Kilo. Milch und Milchprodukte haben da noch einen etwas anderen Wert. 37.000 pro Quadratmeter in den nach Tschernobyl verseuchten Gebieten verglichen mit 600 pro Kilo aktuell. Nur so, um das einmal ins Verhältnis zu setzen. Etwa 70% dieser kontaminierten Gebiete liegen in Russland, dem heutigen Weißrussland und der heutigen Ukraine. Laut der Weltgesundheitsorganisation und der Internationalen Atomenergiebehörde starben unmittelbar durch die Strahlenkrankheit ca. 50 Menschen. In den drei am stärksten betroffenen Ländern, Russland, dem heutigen Weißrussland und der heutigen Ukraine, starben aber nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation und der Internationalen Atomenergiebehörde zusätzlich etwa 9.000 Menschen an Krebs- und Leukämieerkrankungen. Die genauen Opferzahlen sind bis heute nicht ermittelt oder wurden von den russischen Behörden nicht freigegeben. Die Schätzungen variieren unglaublich stark und gehen bis zu 93.000. Aktuellen Schätzungen zufolge werden zu den genannten Erkrankungen bis ins Jahr 2065 noch weitere 16.000 Schilddrüsenerkrankungen sowie 25.000 weitere Krebserkrankungen hinzukommen. Die größten Erkrankungen und die größten Auswirkungen der Strahlen in Bezug auf Krebserkrankungen wurden bei Kindern festgestellt. Jürgen weiß um all das, um die Gefahren, vielleicht nicht die Zahlen im Detail, aber die Gefahren allgemein, die bei einem Reaktorunfall auftreten können. Er weiß, welcher Gefahr und welchen Risiken und welchen Auswirkungen die Menschen in den betroffenen Gebieten ausgesetzt sind. Zu den Katastrophen, sowohl in Japan als auch Tschernobyl noch mehr, weil es älter ist, gibt es hervorragende Dokumentationen. Es gibt von HBO einen sehr guten Fünfteiler, der das Unglück schildert und die unmittelbaren Geschichten, aber die vielen Geschichten der Helfer vor Ort, der Helfer weltweit, bleiben weitgehend unerzählt. Und Jürgens Geschichte ist eine solche unerzählte Geschichte, die ich heute erzählen möchte. Im Nachgang zu dem Reaktorunfall beschließen Jürgen und seine Mutter zu helfen. Und sie wollen dort helfen, wo die Auswirkungen am signifikantesten sind, bei den Kindern. Kinder werden, die nicht in den betroffenen Ländern behandelt werden können, nach Deutschland gebracht in Bussen, um
hier in Deutschland medizinisch versorgt zu werden. Eine solche medizinische Behandlung, medizinische Versorgung kann bei einer entsprechenden Erkrankheit, die durch Strahlen hervorgerufen wird, länger dauern. So wurden die Kinder in deutsche Familien untergebracht, um dort so etwas wie ein Zuhause zu haben, auch wenn es nicht ihr Zuhause und ihre Familie ist, so wurden sie doch über eine längere Zeit in Familien untergebracht, solange die Behandlung eben dauerte. Und nach Abschluss der Behandlung wurden die Kinder wiederum per Bustransfer in ihre Familien in Russland, Weißrussland oder der Ukraine zurückgebracht. Immer wieder pendelten die Busse die Strecke. Eine weite Strecke, lange Fahrten, sehr anstrengend für die Kinder und deshalb mussten sie natürlich auch betreut werden. Jürgen kann die Busfahrten, auf denen er zunehmend persönlich anwesend war und persönlich Kinder betreute, mittlerweile gar nicht mehr zählen. Ebenso viele ungezählte Helfer vor Ort und in den Fahrten hat er kennengelernt. Der Einsatz für die hilfsbedürftigen Kinder, das Pendeln, die Fahrten, die vielen neuen Menschen, die er kennengelernt hat, werden zu einem ganz bedeutsamen Teil seines Lebens. Eine junge Frau aus Weißrussland ist ebenso engagiert wie Jürgen. Sie pendelt auch in den Bussen. Sie fällt Jürgen auf. Er sucht das Gespräch, die beiden kommen ins Gespräch und sehen sich auf den regelmäßigen Pendelfahrten immer wieder. Die junge Frau sucht auch das Gespräch zu Jürgen und es entwickelt sich eine Freundschaft, eine tiefe Freundschaft. Über die Zeit und viele weitere Busfahrten hinweg wird aus der Freundschaft Liebe, tiefe Liebe, Jürgens große Liebe. Eine Liebe, die unter außergewöhnlichen Umständen entstanden ist und die durch die große Entfernung zwischen Weißrussland und Westdeutschland immer wieder geprüft wird. Aus dem großen Unglück ist eine große Liebe, ein großes Glück entstanden und die Liebe hält, auch weil die beiden sich auf eine ganz besondere Art verbunden haben. Jürgen mag schon immer Uhren, aber seine Traumuhren von IWC oder Omega kann er sich zu der Zeit nicht leisten. So kaufen sich Jürgen und seine Freundin zwei Handaufzugsuhren von Poljot. Sie verabreden, diese Uhren jeden Tag zur selben Zeit, zur selben Minute gleichzeitig aufzuziehen und um auf diese Art verbunden zu sein, wenn sie getrennt sind. So sind sie auf eine sehr intensive, fast spirituelle Art verbunden, auch wenn eine große Entfernung sie trennt. Die Uhren sind das Symbol ihrer Verbundenheit und ihrer Liebe über die Entfernung und über die Zeit. Sie sind das Symbol ihrer gemeinsamen Zeit. Leider sind sie oft getrennt, denn Jürgens Familie hat Freunde und Familie in Weißrussland, spricht die Sprache, möchte natürlich auch bei ihren Leuten sein und möchte auch vor Ort helfen. Dementsprechend ist sie öfter und auch länger als Jürgen in den strahlenbelasteten Gebieten vor Ort. Sie bleibt vor den Risiken der Strahlenbelastung nicht verschont. Als sie Leukämie bekommt, bleiben sie und Jürgen über das Uhrenritual verbunden. Jürgens Freundin kommt nach Deutschland, um hier behandelt zu werden. Auch in der Zeit im Krankenhaus ist das tägliche Aufziehen der Uhren der unausgesprochene Ausdruck ihrer Verbundenheit, ihrer gemeinsamen Zeit. Jürgen kümmert sich um seine Freundin. Er pflegt sie, als es ihr schlechter geht. Jürgen sagt keinem etwas von der Krankheit seiner Freundin, sagt auch keinem, wie sehr ihn die Situation belastet. Er macht alles mit sich selber und seiner Freundin aus.
Alleine stellt sich Jürgen der Herausforderung, kämpft gemeinsam mit seiner Freundin und muss hilflos mit ansehen, wie seine Freundin den Kampf verliert. Jürgens Freundin wird auf eigenen Wunsch in Weißrussland beigesetzt, mit ihrer Poljot am Arm. Jürgen zieht seine Uhr nicht mehr auf und mit der Beerdigung bleibt seine Uhr stehen. Die Zeit bleibt stehen. Jürgen hat nicht nur das Gefühl, dass die gemeinsame Zeit abgelaufen ist, sondern auch seine Zeit. Er fällt in ein tiefes Loch, hat persönliche Probleme, wird krank, verliert seine Arbeitsstelle. Uhren trägt er nicht mehr. Die Poljot bleibt in der Schublade. Es dauert viele Jahre, bis sich Jürgen aus diesem tiefen Loch wieder herauskämpfen kann. Er lernt, in Worte zu fassen, was für ihn so lange unbegreiflich ist. Seine Gesundheit stabilisiert sich, er findet eine neue Arbeit, spart und kann sich schließlich seinen Traum von seiner IWC erfüllen. Heute ist Jürgen wieder im Leben angekommen, kann über das Erlebte sprechen, auch wenn es immer ein Teil seines Lebensweges sein wird, bestimmt es nicht mehr seine Gegenwart. Über seine IWC erfreut er sich jeden Tag und sie zeigt ihm, dass eine neue Zeit begonnen hat. Jürgen hat heute noch Kontakt zu einigen der Kinder, die er damals betreut hat, denen er geholfen hat, die heute ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben leben, nicht nur im Osten Europas, sondern auch in anderen Ländern der Welt. Jürgen hat mir noch sehr viel mehr über sich und seine Freundin und die Kinder erzählt, die er heute noch kennt. Ich möchte das alles gar nicht wiedergeben, um seine Anonymität, um die er gebeten hat, nicht zu gefährden. Mich hat Jürgens Geschichte unglaublich bewegt. Ich habe Jürgen als sehr freundlichen, empathischen Menschen kennenlernen dürfen und freue mich sehr, dass es ihm heute besser geht. Nach meinen Gesprächen mit Jürgen betrachte ich manchmal in ruhigen Momenten meine Uhren mit anderen Augen, mit einer Art stillen Achtung. Ich danke Jürgen für seine Offenheit, für das Vertrauen, was er mir geschenkt hat und auch für sein Einverständnis, dass ich seine Geschichte erzählen darf.